Recht herzlich willkommen zur 31. Folge von Stellaris. Ja, wir haben Aufgaben. Was machen wir hier mit dem blinkenden karge Welt? Da muss irgendwas sein, aber ich weiß nicht, was. Das muss ja hier oben dann irgendwo angezeigt werden, oder? Zwergs Artefakt geborgen. 4 von 6. Verfolgung beenden. Ne, das ist Hitzel 5. Das steht hier nicht, oder? Das muss irgendwo anders was sein. Bewohnbare Welten erkunden, 7 von 8. Und das letzte ist die Bergbaudrohne, ne? Aber warum er da jetzt gerade so blinkt, aber vielleicht hier oben was? Und Ruhe, nö. Ast und der zweite Planet, inaktive Gebäude, ist auch schön. Und das? Nicht ausgegebene Staatselementpunkte. Ja, die konnten wir nicht ausgeben aus Grund der dem fehlenden Einfluss, ne? Regieren 250 bräuchten wir da. Dann können wir das dann machen, ne? Aber so nicht. Warum er jetzt hier blinkt, kann ich mir jetzt gerade nicht so erklären. Da benötigen wir Terraforming. Auf Lager haben wir 0, Monat Zugewinn ist plus 8,5. Ja, wäre auch schön, wenn wir das machen können, aber ist gerade nicht so. Warte mal, wir können mal hier oben den Schalter drücken, dass es weitergeht, ne? Ja, das lassen wir dann weg. Kontakte, ja, das war alles geklärt. Was haben wir jetzt hier? Negative Bilanz, ja, 0,0, 0,29. Und Bauvorhaben abgeschlossen. Wo war das? Hier. Okay, was haben wir da gebaut? Militärmacht und nochmal eine Militärmacht. Keine Ahnung. Weg. Weg. Jorak. Da war dann hier ein Planet, den wir bewohnen konnten, oder was? Ne, 10%. Der Mond hat 30. Könnte man kolonisieren? Nein. Wir brauchen 40%. Aber irgendwo muss doch hier was sein, sonst hätten wir hier das nicht gemacht, oder? Was ist das? Ingenieurforschung, oder haben wir das angemahnt? Angemahnt ist gut, ne? Karge Welt. 30. Was ist es jetzt? Das ist die Frage. Planetengröße 23. Das sind die Oberflächenfelder. 10%. Ressourcen das. Das ist die Forschungsstation. Das ist hier unten Ingenieursforschung. Okay. Gut, gehen wir mal hier rein. Das war, ach, da war das. Ich dachte, das wäre oben gewesen, weil da waren wir irgendwo und das ist die Welt hier. Schedi, guck mal, die sieht gut aus, ne? Gehen wir da doch mal in das System gerade. Das ist diese. Nö. Dieser ist es. 90%. 400 Points zum Kolonisieren. Ja, Kolonieschiff hierher, oder? So, das ist schon mal geklärt. Können wir auch hier hinschicken, schon direkt. Sozialforschung wären 3, okay. Konstruktionsschiff, kann das dann hier was bauen? Außerhalb unserer Grenzen, genau. Können wir denn hier in das System was machen? Ah, ne, da war ich jetzt falsch. Wer ist das? Ach, das Kolonieschiff ist schon so schnell da. Interessant. Bergbaustation. Militärstation bauen. Kostet uns das. Und das ist der monatliche Unterhalt. Was wollen die? Okay.
unidentifiziertes Reich. Ja. Das zur Verteidigung dann. Migrationsabkommen, Einladung, Unikonom. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich mache jetzt das Konstruktionshierschiff und baue hier eine Militärbasis hin. Weil ich glaube, den Planeten sollten wir sichern. Unsere Flotte hier kommt auch hier hin. Weil so einen guten Planeten kriegen wir auch nicht so schnell wieder, ne? Oder wie ist das? So, auf Ast geht's los, ne? Planetengouverneur macht schon was hier. Wie sieht's an der Oberfläche aus? Gebäude können wir verbessern. Ist abgelaufen. Okay. Hier können wir was verbessern. Haben wir das? Ach, Kraftwerk 2 wäre das dann. Okay. Ja, ist ja vielleicht nicht verkehrt, weil wir hier dann ins Plus kommen, kann er sein. Oder brauchen wir die dann? Nö, ne? Kriegen wir dann neu, ne? Technologie erforscht. Da müssen wir dran arbeiten. Neue Forschung. Produktionsziele. Planetare Hauptstadt. Das gibt hier administrativen Pfad. Neue Welt. Terraforming-Station. Okay, das wäre nicht schlecht wahrscheinlich. Terraforming Gase, Terraforming Flüssigkeiten. Und Gebirgszug kann man da entfernen. Das ist jetzt nicht so interessant, ne? Planetare Hauptstadt. Produziert 6 von den Energien. Angrenzungseffekt, Mineralienförderung plus 2, Nahrungsleistung plus 2 Energiecredits. Ist das auf jedem Planeten dann? Ja, wahrscheinlich, oder? Und Produktionsziele, Dauer 10 Jahre, Feldproduktion, Mineralien plus 15. Okay, das wäre jetzt nicht so spielentscheidend. Terraforming, ja, das hört sich gut an, ne? Tja, Dihydrogenmonoxid, interessantes Zeug bestimmt. Da können wir ja Terraforming betreiben. Ich entscheide mich dafür. Forschungsfortschritt 274. Okay, das dauert dann noch alles an. Gut. Hier haben wir jetzt die Flotte hingeschickt. Das Kolonieschiff ist schon da. Ja, kolonisieren können wir es aber noch nicht. Ist ein relativ kleiner Planet, aber trotz alledem, ne? Ich wollte gerade sagen, das können wir aber noch nicht jetzt entfernen, ne? Nur bei eigenen. Ja, gut. Müssen wir gucken, dass wir das hier hinkriegen. Und dann... gucken wir mal weiter, oder? Da ist irgendwas. Ach so, das ist immer noch dieser Planet, ne? Ist immer noch eine karge Welt. Neun. Ah.
Aber wie viel wir brauchen, steht da leider nicht bei, ne? Das wüsste ich ja noch gerne. Aber auf jeden Fall wächst das. Wir hatten letztens 0, oder? Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Rivalitäten. Was stand da jetzt? Okay. Gut, weg damit. Hier müssen wir jetzt gucken, dass wir da Atanebian Foundation. Weg. Das war da falsch. Hier wollte ich hin, ne? Oder? Ne, hier wollte ich eigentlich auch nicht hin. Spezies da, oder? Ne, auch nicht wirklich. Rechte festlegen. Lebensstandards sind Armutsbedingungen. Angemessene Lebensstandard, oder? Hm. Sozialhilfe, angemessene Lebensstandard. Bewohnereffekte. Ja, das wollen wir erstmal in die Richtung ändern. Da ist schon wieder was vorgelaufen, und zwar die Nahrung, ne? Rechte nochmal angucken. Militärdienst? Ja. Auch okay. Keine Bevölkerungskontrolle ist auch erstmal gut. Keine Kontrolle von Migration, okay. Staatsbürgerschaft, volle Staatsbürgerschaft, Wohnort, Kostensystem, Kastensystem, nicht Kosten, sondern Kastensystem, Sklaven unerwünscht. Können wir alles so lassen dann. So, das, aber dieses hier, das machen wir immer noch Sorgen, ne? Was mit denen? Föderation Unabhängigkeit. Sind die jetzt gewachsen hier oder was? Die sind immer noch unterlegen. Naja, ne? Das sind diese hier. Und warum die karge Welt blinkt, weiß ich immer noch nicht. War das nicht eine Forschung, sondern hier ein Ziel, hier Situationsprotokoll. Ist alles abgeschlossen. Da müssen wir noch Relikte finden, aber wer weiß, wo die sind. Da fehlt nur eine bewohnbare Welt. Und da sind die Drohnen. Aber die sind jetzt nicht hier, oder? Ich weiß es aber auch nicht. So, da haben wir auch die anderen zugelassen, ne? Dass eine gute Idee war, ist die nächste Frage, ne? Ja, gut. Hier ist auch irgendwas los gewesen. Ja, und hier wächst eigentlich irgendwas hier? Ne, 0,0%. Ja. Kontakte, ne? Ebenbürtig. Diplomatie. Krieg erklären.
Wirklich blättern ist nicht, ne, oder? Naja. Da sind wir. Tribut verlangen, Protektoraten. Nö. Die kennen wir noch nicht. Dann kommen wir da auch noch nichts. Da kommen wir auch noch nichts. Da steht schon was dran, obwohl wir sie noch nicht kennen. Auch interessant. Was ist das? Nach ihrer Meinung sortieren. Okay. Die haben eine positive Meinung von uns, diese hier. Harmonisch überwältigend. Die Piepvögel. Rivalität erklären können wir nicht. Das wäre schön gewesen. Und bei den anderen haben wir es wahrscheinlich schon, ne? Ach, wir können auch runter. Alles klar, das habe ich vorhin wieder nicht gesehen. Das ist schlecht. Rivalität haben wir da schon. Dann müssen wir da nochmal hin. Die haben wir auch schon, aber... Die waren außen vor. Rivalität erklären geht nicht. Ah, wir können nur drei, alles klar, dann haben wir das schon. Gut, ist das also auch erledigt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal schon gesehen. Ja gut, dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie das noch pushen. Weil, wenn wir hier kolonisieren wollen... Wo ist er denn jetzt? Hier hinten hinter. Dann brauchen wir ja 400 Points da, ne? Und die müssen wir erstmal herkriegen. Ja, gut, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.